Ja, einen schönen guten Morgen. Hallo, hier ist eure Carmen VIP Power Coach aus St. Moritz. Und wie ihr seht, es ist ein bisschen laut heute, aber wir lassen uns nicht davon irgendwie abschrecken oder ablenken. Es ist ein Hubschrauber, der hier hinter mir einige Sachen eben befördert. Und das finde ich aber eigentlich ein sehr, sehr tolles Beispiel für mein heutiges Video bzw. Tagesmessage an euch. Und zwar geht es mir darum, euch darauf zu fokussieren oder dabei zu unterstützen, auf dass ihr euren klaren Fokus auf das eine lenkt und eure Achtsamkeit auf das eine, was ihr denn eben gerade am Tun seid. Ja, wir Menschen neigen sehr dazu, dass wir uns, wenn wir eine Arbeit machen, durchaus ins Ablenken lassen. Und das Ablenkungstool Nummer 1 ist eben das Handy oder eben auch WhatsApp oder eben Facebook, also die Social Media Tools, die dann immer wieder so tak, 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 tak in unserem, sei es in unserem Online-System, unserem Outlook oder eben auch direkt mit unserem Handy uns von der effektiven Arbeit einfach ablenken. Grundsätzlich ist es gar kein Problem, mehrere Sachen gleichzeitig zu tun, aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass du irgendein Budget ausarbeitest oder an einem kreativen Prozess bist, dann sind natürlich solche Ablenkungsmanöver ein absolutes No-Go, weil es dich aus dem Flow bringt. Das heißt, sobald du dich für irgendeinen Prozess eben entscheidest, dass du den jetzt beginnst, dann schaue dir, dass du dir einen Zeitrahmen schaffst, einen Raum, wo du einfach entsprechend auch Ruhe hast. Und wenn du dann eben diese Ruhe gefunden hast, beziehungsweise genau weißt, dann kommuniziere das auch an dein Gegenüber. Das ist entscheidend für den Erfolg und für eine ganz, ganz tolle, produktive Arbeit. Und grundsätzlich sind wir uns doch einmal ehrlich, braucht keiner dafür auch, weiß Gott, wie viel lang Zeit. Das heißt, wenn du zum Beispiel in einem Büro bist und du hast da eine Arbeit, die jetzt eben diese Aufmerksamkeit von dir verlangt, kleb einfach ein Blatt Papier drauf, wo drauf steht, bitte nicht stören für die nächsten 2-3 Stunden. Sag es ganz genau von wann bis wann und du hast dein Zeitfenster. Und dann natürlich liegt es an dir, dass du dich auch nicht ablenken lässt. Das heißt, Handy zur Seite legen, ganze 180%ige Aufmerksamkeit. Dein VIP Power Coach aus St. Moritz heute mit diesem Tipp, trotz dieser eher ja, geräuschvollen Kulisse, hoffe ich doch, dass mein Bemühen, euch diese Nachricht weiterzugeben, effektiv gut ankommt und ihr auch hört. Und aber natürlich ganz, ganz viel wichtiger, ihr auch es ausprobiert und von dieser wichtigen Advice, von diesem wichtigen Tipp effektiv profitiert. Dein VIP Power Coach wünscht dir alles Gute. Have a wonderful day. Tschüss.